Wie fein gezeichnet, liebe Schwestern und Brüder, und doch so deutlich, ja geradezu überdeutlich, die Abstufungen sind, die wir heute im Evangelium hören. Aus einer Menge von Menschen, die Jesus nachgehen, wir haben das gestern gehört, sie haben von all dem gehört, was er Gutes tut, und das ist nur zu menschlich, sie wollen von ihren Leiden geheilt werden, ihm geht ein unglaublicher Ruf voran. Aus all diesen Menschen ruft er die zu sich, die er erwählt hatte. Und sie kamen zu ihm. Also nicht alle. Und aus diesen, die er erwählt hat, setzt er ein, steht hier, wörtlich steht im Text, macht er 12. Die sondert er also nochmal aus. Das ist ein Skandal. Das ist ein kompletter Skandal. Wir sollten uns an die Gerichtsstelle für Menschenrechte wenden hier in Europa und sagen, das darf nicht sein, das muss aus dem Evangelium herausgestrichen werden, es sind alle gleich. Und Jesus muss gezwungen werden, alle gleich zu behandeln. Das ist unsere vorherrschende Ideologie. Die zieht sich bis tief hinein in die Kirche. Sie zieht sich bis hinein in die Diskussion um die Geschlechter. Wir lehnen jede Polarität, deshalb sterben wir eines Tages vor Langeweile, wenn wir nicht auf andere Weise umkommen. Wir lehnen jede Polarität und jede Spannung, jede Bezogenheit, die sich daraus ergibt, lehnen wir ab. Es herrscht die große Ideologie der Gleichmacherei. Und doch ist nichts gleich. Gemessen an der Wirklichkeit hält das nicht stand. Deshalb ist es so gut und so heilsam, ins Evangelium zu schauen. Man könnte nur wünschen, dass auch immer mehr Menschen in der Kirche ins Evangelium schauten. Man hat nicht immer den Eindruck. Jesus macht Unterschiede. Wenn wir einen Schritt noch weiter gehen, nimmt er aus diesen 12 noch einmal 3 besonders immer mit. Auf den Berg der Verklärung, in den Garten Gethsemane. Also noch einmal ein Unterschied, selbst in diesem kleinen Zwölferkreis. Ja, was denkt er sich denn dabei? Jesus wählt souverän aus. Es wird überhaupt nicht berichtet, er rief die zu sich, die er erwählt hatte, und sie kamen zu ihm, was er mit ihnen vorhat. Keine Aufgabe, es wird kein Programmheft ausgeteilt, kein Pastoralplan, nichts. Er ruft sie und sie kommen. Und das muss unsere Aufgabe sein. Und so müssen wir unser Leben verstehen. Uns von ihm gerufen wissen und dann zu kommen. Und man darf sich nicht, Adrian von Speyer, die schon zitierte, nennt es eine Indiskretion des geistlichen Lebens. Man sollte sich nicht in etwas hineindrängen, zu dem man nicht berufen ist. Ein solches Leben wird nicht schlüssig. Auf der anderen Seite gibt es viele, die gerufen sind, aber nachdem sie es mit leiblichen Ohren nicht hören können, darauf aufmerksam gemacht werden müssen. Tut das heute noch jemand? Er ruft die zu sich, die er erwählt hat, und sie kommen. Und aus diesen setzt er dann noch einmal 12 ein. Macht er noch einmal einen Unterschied. Und die will er bei sich haben und die will er dann aussenden, damit sie predigen, das Reich Gottes verkündigen und mit seiner Vollmacht Dämonen austreiben. Es ist merkwürdig, dass wir heute darüber solche Schmerzen empfinden, dass in der Kirche nicht alle gleich sind, aber wir müssen überlegen, worüber wir sprechen. Ein solcher Satz ist missverständlich. Von der Gnade der Taufe sind wir alle gleich. Glieder des Leibes Christi. Das widerspricht sich überhaupt nicht. Aber in der Sendung, in der Berufung zur Sendung, gibt es große Unterschiede. Wir leiden heute besonders darunter, weil wir immer in den Kategorien der Macht denken. Und das ist ein Fehler. Das ist für die ein Fehler, die die nähere Berufung haben, sie hören und ihr gefolgt sind, ein schwerer Fehler. Denn das steht nirgendwo im Evangelium. Die Macht, die sie haben, ist eine Vollmacht, zu verkünden und Dämonen auszutreiben, aber nicht andere zu beherrschen, gerade nicht. Aber genau daran, an diesem Machtfaktor, arbeiten wir uns ab.
Wir wollen doch genauso viel zu sagen haben wie der oder wie jene. Das ist krankhaft. Das ist pathologisch in unserer Zeit und in der Kirche auch. Folgen wir doch dieser Stufung des Evangeliums. Es gibt nicht einen einzigen Wink im Evangelium, dass sich von den zahlreichen, die da gerufen sind und gekommen sind, jemand beschwert hat und auftritt und sagt, ja, möchte aber jetzt gern der 13. sein, ich habe ein Recht darauf. Du mit deinen 12, ich gehöre auch dazu. Nein. Weil sie dem Wort Jesu vertrauen. Weil sie ihm vertrauen, dass seine Berufung zuverlässig ist und dass er seine Auswahl richtig trifft. Und dahin muss unser Bemühen gehen, uns selber abzugleichen mit dieser Stimme, diesem Ruf, dieser Auswahl, die er allein ganz souverän trifft, niemand sonst.